Jesus sagt, ich rufe und klopfe. Und jetzt ist der Tod an der Tür, aber sie wissen es nicht. 21. Juni 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann. Möge der Herr immer vor uns sein und uns in seinem Frieden halten. Liebe Herzbewohner, der Herr hat uns seit Wochen gesagt, dass er von einer Minute zur nächsten geht, bevor dieser Krieg ausbricht. Und heute verbreiten sich die Nachrichten, dass die Nationen sich für den Krieg in Stellung bringen. Ich bezweifle, dass viele wissen, was geschieht oder die Auswirkungen verstehen. Sie sind immer noch so fasziniert von der Welt. Aber bald wird die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr existieren und es wird nichts mehr übrig sein, außer Gott oder die falsche Sicherheit der Regierung, der man nicht trauen kann. Vielleicht werden unsere Gebete die Ereignisse aufs Neue verzögern, aber wir befinden uns bei DEFCON 3. Und der Aufmarsch der russischen, amerikanischen und NATO-Truppen ist unbestreitbar ein ernstes Zeichen für einen bevorstehenden Krieg. Als ich ins Gebet kam und mich hinsetzte, um auf die Stimme des Herrn zu hören, begann er. Jetzt bist du an der Reihe, mich an dein Herz zu drücken. Während ich in die Gesichter von Müttern und Kindern schauen muss, die für immer getrennt sein werden. Und doch werde ich im Himmel dafür sorgen, dass solche wie sie keine Rückerinnerung mehr haben, so wie ich es mit den abgetriebenen Babys mache. So viele Familien werden getrennt werden und umkommen. Du kannst das nicht nachempfinden, weil du nie eine Familie hattest, außer deine eigenen Kinder, die jetzt weit weg leben. Claire, das Traurigste an allem ist, dass es so viele gibt, die sich nie die Zeit genommen haben, mich kennenzulernen. Ich habe geklopft und geklopft, aber niemand ist zur Tür gekommen. Jetzt steht der Tod vor der Tür. Sie wissen es nicht, aber er steht vor ihrer Tür. Und für die meisten ist es wirklich zu spät. Sie haben meine Versuche so oft zurückgewiesen, dass ihre Herzen jetzt verhärtet und unzugänglich sind. Es wird so viele geben, die nicht einmal wach sein werden. Sie werden im Schlaf gehen. Dies wird die größte Tragödie sein, die die Erde je erlebt hat. Noch nie gab es so viele Seelen auf der Erde und niemals war meine Versorgung auf der Erde für ihre Errettung größer. Die Tragödie besteht darin, dass diese Seelen die Möglichkeit, für immer mit mir im Himmel zu leben, verloren haben und sie werden zurückblicken und sehen, was sie immer wieder weggestoßen haben. Es wird keine Ausreden geben, wie die Bibelfundamentalisten waren zu streng, andere waren nicht intellektuell genug, wieder andere waren nicht liebevoll genug, die Pfingstler waren zu heftig. Ich habe ihnen Mutter Teresas, Missionare, Bischöfe und Priester gesandt, gut ausgebildet und immer noch verliebt in mich, Evangelisten und Heilungswunder. Sie haben in dieser Welt die ganze Bandbreite meiner Diener gesehen und ihre wunderbaren, aufopferungsvollen Geschichten gehört und mich trotzdem weggestoßen. Es wird also in der Tat keine einzige Entschuldigung geben. Dies ist die Zeit, von der in Joel gesprochen wird, in der die Urteile kommen müssen. Bitte lest Joel 2 und 3 in eurer Bibel durch. Nachdem ich das gelesen hatte, wurde ich etwas abgelenkt und ich sagte, Herr, du scheinst kein schweres Herz zu haben. Nun
ich halte meine extreme Qual vor dir zurück. Du könntest den Anblick nicht ertragen. Schau, ich habe es dir immer wieder gesagt. Ich stehe an der Tür. Es ist an der Tür. Es fehlt nur noch das Wort des Vaters. Ein Wort und es ist vollbracht. Alle Nationen werden involviert sein. Sagte ich nicht, versammelt die Nationen? Joel 3,2. Es hat in Israel viel Reue gegeben. Dennoch hat das Volk meine Satzungen und Gebote nicht befolgt. Und diese Generation kennt mich nicht. Das Fleisch kennen sie sehr gut, aber mich? Nein, sie kennen mich nicht. Es ist ein geteiltes Land, ein zerrissener Geist. Die Jungen folgen den Wegen der Welt, die Alten tun Buße für sie. Aber ich will es nicht länger gespalten sehen. Die Jungen werden nach mir rufen und ihre Wege ändern. Aber nicht, bevor viele Menschen umkommen. Ich werde mein Volk sieben und mein Getreide werde ich in den Kornspeicher legen. Die Spreu wird mit Feuer verbrannt werden. Aber jene, die mich mit aufrichtiger Reue anrufen, werde ich verschonen. Was kommt, ist schrecklich, denn die Waffen, die der Mensch erfunden hat, um zu zerstören und zu vernichten, sind unbegreiflich. Das Überbleibsel wird abgesondert werden, und jene, die mich kennen, werden verkünden. Gesegnet ist er, der kommt im Namen des Herrn. Die ganze Welt wird in Flammen stehen. Meine Urteile werden bis in die hintersten Winkel reichen, und ich werde als der Mächtige, als Herr der Herren und als König der Könige bekannt sein. Doch wenn das Tier an die Macht kommt, wird ein endloses Gemetzel an jenen verübt werden, die sich zu meinem Namen bekennen. Doch ich werde für mein Überbleibsel in der Wildnis sorgen, wie es geschrieben steht. Nicht nur für jene in Jerusalem, sondern auch für jene, die in den Weinstock eingepfropft wurden. Ich sorge für sie an Zufluchtsorten rund um die Welt. Meine Leute fürchtet nicht jene, die den Körper töten, sondern ihn, der die Macht hat über eure Seelen. Der Glaube aller wird im kommenden Krieg erschüttert werden. Aber ich werde treu bei ihnen bleiben und meine Braut rechtzeitig herausholen. Ihr alle, meine Treuen, alles, was ihr erlitten habt oder noch erleiden werdet, dient dazu, die Verlorenen zu erlösen. Bitte bleibt standhaft und richtet euren Blick auf die Belohnung. Dieses Leben ist nur ein flüchtiger Atemzug. Eure Ewigkeit wird garantiert herrlich sein. Richtet eure Augen auf die Belohnung und klammert euch an mich. Ruft mich an jenem Tag und ihr werdet errettet werden. Das ist mein Versprechen an euch. Und für jene, die endlich auf meine Stimme hören, versteht, ich habe die Kontrolle. All diese Dinge wurden vor tausenden von Jahren niedergeschrieben. Ich habe meinen Propheten den Auftrag gegeben, Zeugnis von dem zu geben, was kommen wird. Seid gewiss, dass dies geschah, um euch darauf vorzubereiten, den Glauben zu empfangen, damit ihr an diesem Tag feststehen könnt und nicht den Lügen und der Verzweiflung nachgebt. Haltet euch an meinen Worten fest, beobachtet, wie sie sich entfalten. Wisst, dass ich die totale Kontrolle habe und euch in meiner Hand halte und in die ewige Herrlichkeit führen werde. Fürchtet euch nicht vor den Menschen, vor einer Waffe oder dem Untergang. Klammert euch nur an mich und ich werde mich euch in jener Stunde deutlich zu erkennen geben und ihr werdet Frieden haben. Ich komme. Ganz sicher.